wir könnten uns vielleicht... Oh, ja! Datum zu ehren, was seid ihr nur für Schüsse? Also ehrlich gesagt, ich hatte die ganze Zeit schon so ein komisches Gefühl. Es war so leer da. Ich fand's merkwürdig, dass wir als Einzige dort gewartet haben. Egal, jetzt können wir uns umso mehr auf morgen freuen. So viel zu essen ist unvernünftig. Mit einem vollen Bauch kann man nicht mehr denken, geschweige denn lernen. Da wird man einfach blöd im Kopf. Hey, hier, hallo. Kann ich bitte noch eine Portion kriegen? Da bist du ja, Son Goku. Jawohl, Son Goku. Und warum? Son Gohan, du musst Chi-Chi hier wegschaffen. Krillin, Trunks, ihr müsst auch von hier verschwinden. Macht, dass ihr wegkommt, so schnell wie möglich. Oh, mein schönen neuen Pumps. Vergiss die Schuhe, Mutter. Sind hinter mir her. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir?
wollt wohl nicht antworten. Aber eins dürfte klar sein, ihr seid keine Lebewesen. Ich kann nämlich keine Aura spüren. Ah, verstehe, so ist das. Ihr seid Cyborgs, Dr. Gero hat euch erschaffen. Nicht zu fassen, ihr gebt wohl niemals auf. Was machst du hier? Hey, Son Goku! Hier sollten wir auf gar keinen Fall weiterkämpfen, sonst legen wir alles noch in Schutt und Asche. Lass uns nach Norden fliegen, raus aus der Stadt. Dort kann niemand zu Schaden kommen. Okay, also dann hier nach. Alles klar, hier können wir uns austoben. Na, kommt. Ich werde nicht zulassen, dass ihr Son Goku auch nur ein Haar krümmt. Das werden wir ja sehen. Alles okay, Scheiß? Dieser verdammte Dr. Gero. Wie viele von euch komischen Cyborgs hat der blöde Typ denn noch gebaut? Wir sind nicht das Werk von Dr. Gero, sondern das Werk von dessen Computer. Und wir wurden nur mit einem einzigen Ziel erschaffen, nämlich mit dem Ziel, dich endgültig zu vernichten, Son Goku. Bitte? Warum will mir ein Computer ans Leder? Dr. Geros Gedanken waren von purem Hass geprägt. Von so starkem Hass, dass sich dieser sogar auf die Festplatte seines Computers übertrug. Schließlich war der Rechner derart besessen davon, dass er uns aus diesem Hass heraus geschaffen hat. Und noch was, Son Goku. Dieser Computer hat all deine Daten gespeichert. Deshalb können wir jede deiner Bewegungen genau berechnen. Und nicht nur das, wir können deine geplanten Bewegungen sogar voraussehen. Aber das ist doch vollkommen unmöglich. Wie will ein Computer Gefühle wie Hass entwickeln? Hör mal, Kleiner. Misch dich mal lieber nicht ein. Wir sind nur hier, um Son Goku zu erledigen. Aber sollte es dir etwa einfallen, ihn zu unterstützen, dann werden wir ohne mit der Wimper zu zucken auch dich vernichten. Haben wir uns verstanden? Tja, stell dir das mal lieber nicht so leicht vor.
Gegen C14 und C15 gebe ich dir nicht mal eine Minute. Hm? Okay, Krillin. Na, dann wollen wir mal. Ja! Sollen wir da wirklich eingreifen? Naja, vielleicht warten wir erst mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Ist vielleicht besser. Heilige Scheiße. Da sieht man's mal wieder. Am Ende seid ihr nur ein Haufen Schrott.
Ihr habt es geschafft, C14 und C15 zu vernichten. Yeah.